Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Netz angezockt. Wir spielen ja wieder mal für das Super Nintendo natürlich und zwar diesmal Civilization, eine deutsche Übersetzung Ja, davon, Sid ne? Myers von Pyro hat mal vorhin schon sein tolles Spiel, auch Quatsch, wir hatten schon mal ein Let's Oh. angespielt gemacht, oder wie heißt das? Ja, letztes Ja, ein Let's angespielt habe ich angespielt es gemacht, genannt. von Airwolf 92. Oh, ja, das Hat er war. auch Das war echt, übersetzt, das ja. war ein richtig gutes Spiel. Da sollten die unbedingt nochmal reingucken. Unglaublich Also. hammergeil. Also, besorgt's Tiefgründiger euch. als Airwolf, als dieses Ja. Homebrew geht ja gar nicht. Ey. Genau. Und jetzt haben wir diese Sid Meier's Civilization von ihm auch übersetzt. Aber nur 30% des Spiels übersetzt. Okay, Oh, schauen guck wir mal mal, rein, was hier. 30% genau heißt. Was? Ach nee, das ist sozusagen meine Maus. Okay, ich dachte jetzt, man kann ja irgendwas wählen, was gar nicht da ist. Ja, Ja, jedenfalls das damals wäre noch von natürlich hardcore. Microprose, ne? Wisst ihr Bescheid. Was, wo? Microprose, Ja, von jawohl. Microprose war noch Machen wir Civilization. es eh weg. Ah, nee, SA hätte es wegmachen müssen. SE? Micropro. Der Micropro. Was Custom Customized Build? World oder Ne, was? Erde! Ja, Na, nee. kommen wir mal Komm, mach einfach. GameStarter GameStarter. noch. Ja, Wir spielen natürlich den GameStarter. König. Mit drei anderen Logisch. Zivilisationen. Und zwar gegen die Russen. Immer Wir gegen die Russen. sind ein Russe, habe ich gerade festgelegt. Hups, das ist bereits. Na egal. Und zwar sind Stalin, wir. jawohl! Stalin. Der Es berühmte ist. russische Zar Popopo. Po. Vor langer Zeit war die Menschheit in vielen Ländern über die Welterde verteilt. Russland war eins davon. Ach. Jedoch, Ach in ja. einer sternklaren Nacht geschah etwas Sonderbares. Russland wurde entführt. Oder was? Eine schöne Göttin erschien Sonderbares. Popopo, dem jungen Herrscher von Russland. Geil. Popopo, ich habe eine Aufgabe für dich. Errichte große Städte mit großem L. Und schaffe Zivilisation, Menschen, ein besseres Leben, Volk, Weltherrschaft und so weiter. Das Übliche halt. Stimmt, großes Und L. die sieht aus Aber wie schön. von Aber. Daft Punk, von One More Time, diese Ja, Frau. One More Times, genau. One More Time. Aber ich cool finde, er hat schon mal wenigstens versucht, sag ich mal, was reinzuhacken. Also hier, also der hat die Buchstaben reingekriegt. Ja. Aber leider hat er das große L genommen, anstatt das kleine. Just a moment, please. Also ist ja nur 30%. Aber hey, wir geben der Sache eine Chance. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, sollte man jetzt der Frame skippen oder nicht? Ja, klar. Weil auf was sollen wir denn warten? Boah, echt, jetzt hat das so lange gedauert. Boah, krasse Wurscht. So. Move. Frag mich, was er da laden musste. Ich meine, das Nintendo lädt doch nichts. Das ist doch ein Move ROM. turn. Ja, Ich eben. meine, das ist doch sofort da. Komisch. Wenn so groß ist der RAM auch nicht, dass er da so viel reinklatschen kann. Ja, komm, wir errichten jetzt hier unsere City. City. Also hast du schon mal sowas gespielt eigentlich? Naja, Überhaupt sowas? natürlich habe ich schon Civilization gespielt. Wie nennen wir denn unsere Hauptstadt? Jetzt? Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, noch nie. Ich wüsste gar Die nicht, ich Hauptstadt wüsste echt. von Popopos Reich Moskau. heißt nicht Moskau. Oben steht auch Moskau. Ja, das ist nur ein Vorschlag. So. Ja, dann. Die Hauptstadt von Popopos Reich heißt. Assi. Nee. Zubat. Zubat. Unken. Unken. Keine Ahnung. Okay. Zauberwort. Ah ja. Unken. Onkel? Nein, noch besser. Okay. Das ist ein Mega-Insider. So also mega eigentlich nicht, aber schon ein bisschen Insider. Hey, nein. Das wird ein MG werden. So. Rogan? Hey, cool. Rogan? Ist es nicht wunderschön? Ah ja, oh geil, ja, sagst du gar mit. Wie sagt man dazu? Sequenz? Zwischensequenzen. Ich habe mich sofort verliebt darin. Wenn ich das Was? überspringen würde. Danke. Wow. Und du Mit meinst an Tippies. In Frameskip? Moskau sind Tippies. Ja, stimmt, ja. Rogan? Rogan? Also du hast schon mal sowas gespielt, oder was? Ja. Okay. Ich wüsste jetzt hier überhaupt gar nicht, was ich machen müsste oder könnte. Wäre für mich absolut Neuland hier. Ich klicke mir so Aber ich sehe auch, der hat auch wirklich gerade im viel übersetzt, Moment ne? klicke ich nur ein bisschen rum. Aber der hat trotzdem auch schon viel übersetzt, ne? Ja, so ein bisschen. Kann man nichts sagen. Rogan? Rogan? Production muss ich Rogan? mir schon noch ein Hey bisschen Rogan, vorstellen. was geht ab? Rogan? Productions? Tennis? Guck, Wechsel, kaufen, siehst du es? Ja, Drei letztes Züge. Mal.
Du weißt, was du tust? Ja, einen neuen Siedlungsort bauen. So. Hm. Tja, also. Ist, glaube ich, ein Spiel, was man viel lieber auf dem PC spielt oder so. Ist doch ein halber PC, ja. So. Jetzt müssten wir inzwischen ein paar Siedler da rumstehen haben, oder? Armed Forces. Was man denn hier schönes? Nix. Wow. Ja, erzähl mal was dazu, was du Englisch hast. Ich kann dazu jetzt nicht viel erzählen, außer dass ich jetzt hier eigentlich einen Siedler bauen wollte. Was? Siedler bauen? Hm, toll. Da ist doch irgendwas. Ja, nee. Ich frage mich jetzt gerade, wo mein Siedler halt ist. Wie lange braucht denn der noch? Noch 4 Züge. Wow. Eins, zwei, drei. Oh, jetzt ist er fertig. Okay, jetzt haben wir den Siedler gebaut. Jetzt können wir wieder weitere Milizen bauen. Da ist unser Unit-Menü. Dann können wir jetzt den Siedler, den können wir jetzt wieder bewegen. Und können jetzt eine zweite Stadt aufbauen. Was? Die erste ist schon fertig, oder was? Die erste Stadt, die haben wir doch schon... der haben wir doch gerade diese Einheit produziert. Oh, ja, guck gut, mal, da ist ein Haus. Wow. Was? Ah, das ist ein Haus, ja. Lass mal in die City reingucken, was man hier noch so schönes machen kann. Lass mich mal da hinstellen. Warum auch immer. 3 Züge Miliz. Ja. Oh. End of turn. Na komm, lass das mal jetzt ein bisschen. Was ist das Haus da? Ja, das möchte ich jetzt gerade mit meiner Miliz hier rausfinden, die jetzt hier erschienen ist. Unit Menu. Moven. Nach oben. Kann ich die nur ein Feld bewegen? Echt? Oh Mann, was ist das für eine lahme Miliz, ey. Nach oben moven. So. Du hast einen Stamm mit guten Söldnern entdeckt. Ah ja. Söldner. Die musst du aber bezahlen. Das Ü hat er da vergessen reinzuhaken. Die musst du bezahlen. So. Cool, end of turn. Wow. Also Leute, wir errichten jetzt hier noch die geile Stadt. Okay. Also ich habe bis jetzt noch gar nichts kapiert, was du hier getrieben hast. Naja, eigentlich musst du dann hier deine Städte miteinander verbinden, Einheiten bauen und dann deine Gegner überrennen mit deinen Einheiten, bevor du selber stirbst irgendwie oder so ähnlich. Das so gibt's denn jetzt, ja. Okay. Ja. Hast du jetzt eine Stelle verbunden, oder? Nein. Weiß noch nicht, ich habe am liebsten habe ich, das war gar nicht von Sid Meier, das hat, wie hieß es denn, Civilization, Call to Power, das habe ich damals ganz gerne gespielt, weil es halt ein bisschen schneller war als das normale Civilization, da bist du ein bisschen schneller vorangekommen, quasi. Ah, okay, also und Civilization basiert übrigens auf dem gleichnamigen Brettspiel. Ah ja, stimmt, gibt's auch noch, stimmt. So, und... Tja, das war's eigentlich. Mehr kann ich jetzt dazu nicht mehr sagen. Ihr habt jetzt mal das Spiel gesehen. Spielt super auf dem PC, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, weil. Warum auch immer. Ja. Ja, ein bisschen Deutsch wurde ja gemacht, ist ja nicht so. Als ja, ist nicht deswegen, sondern einfach wegen der Steuerung selber. Das ist so ein bisschen hackelig und so. Also, wenn es so ein Aufbaustrategiespiel sein soll, dann lieber SimCity für Super Nintendo. Das finde ich schick. Ja, das ist. Ja. Aber jedenfalls, das war's mit diesem Let's Angezockt. Genau. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Angezockt wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dahin und ciao. Okay, yep, tschüssi.